noch ein paar Fleischbrühen. Fleischbrühe, Fischbrühe, Gemüsebrühe, ja, haben wir alles noch da. Sieht ja jetzt eigentlich gerade noch gut aus. Gerichte technisch. Aber man merkt es halt, ne, die Getränke fehlen. Die Getränke fehlen, wir kommen gerade nicht auf einen Dollar. Wir kommen gerade nicht mal auf ein Gold. Das ist echt bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Laden eigentlich auch schließen. Verwursten wir mal noch das, was wir hier haben. Einfach damit es noch mitreift. So, Reisbrot brauche ich, ne? So, das ist gleich ganz anderes Arbeiten hier in der Küche. Sobald der Reis, sobald der zweite Ofen jetzt hier mitmacht. Ich würde den Kerzenständer mal noch mit aufstellen. Eigentlich oben fürs Zimmer gedacht ist, aber egal. Stellen wir noch einen her. Auf Reisbasis. So. So, dann kann hier eigentlich auch noch ein bisschen geräuchert werden. Oben für das eine Zimmer brauche ich das dann noch, damit das über ein Goldwert kommt. Lass ich gleich mal noch was herstellen. Kerzen wieder raus. So, wie gesagt, mit zwei Öfen hier läuft der Lachs gleich ganz anders. 9,73, 9,36, 9,19.
Ja, Maisbrot ist halt einfach das Ding. Noch mehr Fleischbrühe. Zimmer ist auch gerade nicht vermietet. Das ist sehr gut. Muss ich gleich den anderen Katzenständer noch mit reinstellen. Da noch die Katzen mit rein. Da unten aber noch ein paar rumstehen auf den Tischen. Und dann wird das schon. So, damit sie auch was lesen kann in ihrem Buch. Halt, ich habe hier hinten noch solche Augen. Fehlen oben noch Augen? Oder stehen die da auch schon mit drin? Diese Bronzeaugen. Ja, stehen schon mit drin. Okay. So. Gucken, wie viel das Zimmer jetzt wert ist. Ja, ein Gold und 11 Silber. Allein das für das Vermieten. Das ist sehr geil. Allein für das Vermieten, Leute. Bruschetta auf Reis, können wir abgeben. Ein Gold 7? Braucht man das jetzt her? Hä? Verstehe ich nicht. Noch ein Reifefass gekriegt. So, ne? So, hier soll dann noch ein bisschen geräuchert werden. Na, dann putten wir hier nochmal Wein rein. Ach ne, wenn wir das jetzt erstmal unser Schmutzfass, wo wir jetzt unsere Reste aufarbeiten. Jung, 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 jung. Ah. Mehr Fleischbrühe. So.
Sarah, das läuft dann schon gleich ganz anders. Und dann erstmal noch eine zweite Presse hier haben. Neues Weizenmehl, falls wir das für irgendwas brauchen. Kann noch mal Weißwein machen. Mischa, okay. Kleine Knuddelkatze. Genau, das wird dann als nächstes jung sein. Das ist schon zu einem Drittel fertig. Das ist bald fertig. Das ist jung. Das ist wahrscheinlich dann erstmal reif, ne? Das wird ja gleich soweit sein, denke ich mal. Genau, das braucht jetzt quasi nur und dann ist es ausgereift. Da. So. 46 Fisch nur noch. 43 Salate. Darüber darf ich das gar nicht setzen. Soll ich jetzt mal ein Stück höher, damit es halbwegs vernünftig aussieht. Das Fenster sitzt schon ganz in der Ecke. So, haben wir wieder keine Kerzen. So, da haben wir uns jetzt mit so viel Saft über Wasser gehalten, haben wir natürlich jetzt so viel Tee über. Muss ich hier was gießen? Ist eigentlich noch alles gewesen. Ja, die hier, ihr müsst gegossen werden. Mache ich den Laden mal auf. Muss ja irgendwie Geld verdienen. Dann machen wir heute wieder einen Ressourcensammeltag. Gerade weil so das Feuerholz ausgegangen ist. Vielleicht finden wir eine Bienenkönigin. Ich würde mich freuen. Aber jetzt sammeln wir erstmal wieder fleißig Ressourcen. Mangos mitnehmen. Steine mitnehmen. Brauchen halt unbedingt dieses Upgrade für zwei mehr Holz pro Fällung. Weil zwei mehr Holz ist zwei mehr Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Und da können wir uns ja auch mit Dings über Wasser halten. Kohle. War das eigentlich nur eine Notreserve? Ja, da war halt einfach ein Setzling drin. Okay. Ist in Ordnung.
1,89, ja. 67, da wurde wieder jemand bezahlt, wurde noch jemand bezahlt. ...51,55. Komm. Kann doch nicht so schleppend gehen. Schade, dass ich die Kohlehaufen selbst nicht aufbauen kann. ...1,35, Alter, was verliere ich denn gerade so viel Geld? Halt's mal ein bisschen im Auge hier. Jetzt 79. Ah, da sind wieder zwei Bäume ausgewachsen, ist sehr gut. Mehr Bäume ausgewachsen, nice. Gib mir eine Bienenkönigin. Gib mir eine Bienenkönigin. Ich liebe Bienenköniginnen. Die brauche ich für meine Zucht. Da hau ich drauf mit voller Wucht. Ich brauche mehr von den geilen Bienen. 1,60, bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich habe jetzt in der Zeit, wie ich offen habe, jetzt kein echtes Plus gemacht. Das ist beunruhigend. Ich muss doch wieder selber arbeiten hier. Ich noch ein Rezept, dass ich die Wurzeln verwenden kann. Das ist auch gar nicht mal so unwichtig, das Reisig einzusammeln. So, dann pflanzen wir die Setzlinge gleich wieder neu. Hatte ich Setzlinge? Habe ich Setzlinge? Ja. Habe ich jetzt noch ein Reifefass eingesammelt eigentlich? Nee, ne? Frage, brauche ich auch wieder eins?